Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf LeoCraft zu einer besonderen Folge 16 im Redstone-Bunker. Und die Folge ist insofern besonders, weil wir heute im Game Mode 0 sind und wir haben in der letzten Folge 50 RBC-Coins gewonnen bei unserem Lama-Rennen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, müsst ihr euch die Folge angucken. Und damit wollen wir heute mal was anfangen, wie es eine richtige Person machen könnte, die bei diesem Lama-Rennen hier hinten, ist hier keiner da außer mir, die meine Emeralds klaut. Ihr solltet das vielleicht nicht machen, wenn ihr da zusammen mit Freunden spielt, aber da ich hier gerade allein bin, könnt ihr das machen. Das kann ich auch mal schauen, mit jemand anderen hier was bauen. So, hier Emeralds. Haha. 3, 5, 6. Sollte aber noch was kommen. 7. 50 sollte 10 geben, oder? Ja, 10 Stück sollten wir haben. 8. 9. 10. So, ich denke, wir haben alles. Mehr als 10 gibt es leider nicht. So, also wir fahren. Ne, wir nehmen die Treppe. Wir nehmen als erstes, holen wir uns natürlich das, was man sich als erstes holt. Eine Suite. Dazu nehmen wir die. Oh, die Bunkerbahn ist noch nicht repariert. Oh, das muss ich noch machen. Mache ich auch off-cam. Gut. Dann machen wir das andere. Wir gehen ins. Oh, nein. Nicht so gut, wir sind etwas übermütig. Wir wollen jetzt aber auch ganz fein essen gehen. Fürs ganz feine Essen muss man natürlich ganz fein angezogen sein. Und ganz fein angezogen heißt gelb und weiß. Das sieht doch toll aus. Das sieht nach einem edlen Kostüm aus. Und dafür bin ich sogar bereit, einen ganzen Emerald auszugeben. Zack. Und es war dieses Ding. Zack. Ui, ui, ui. Das ist ein schickes Outfit. Dann ziehe ich mir die jetzt schnell an. So, schick, schick, schick. So sehe ich jetzt aus. Hallo, mein Name ist LeoCraft und ich habe jede Menge Geld beim Spielen gewonnen und gehe davon jetzt erstmal ganz fein essen. So, auch da nehme ich die Treppe, denn ich bin schon ganz hungrig, deswegen gehe ich ganz fein essen. Und wir nutzen natürlich allen Service, den es gibt. Wir geben als erstes unsere Bunker-Keycard und alle bis auf 2 Smaragde ab. Zack, erhalten unsere Karte. Und gehen dann weiter. Vielleicht hätten wir die Kleider. Ne, man geht nicht nackt in ein Restaurant. So, wir nehmen. Wir gehen ganz groß essen. Wir nehmen ein kräftiges Rindersteak. Mit Gemüse und Backkartoffeln. Dazu Cookies und Melonen als Nachtisch und komm, wir gönnen es uns auch noch und eine Hähnchenkeule auch noch so als Garnierung dazu. Kostet ja nichts. Deswegen nehmen wir jetzt hier unsere 2 Emeralde, bezahlen die und erhalten unsere Abholmarke. Damit suchen wir uns jetzt unseren Platz aus. Und wenn man schon mal zu Unobel essen geht, dann will man davon auch was sehen. Deswegen nehme ich den Platz hier vorne. So, ich setze mich schon mal hin. So. Und gebe da jetzt das hier ein. Schaue den Fischen zu und warte darauf, dass der Kellner kommt. Denn ich habe schließlich Hunger.
Und ich gehe nicht an den kostenlosen Ständen essen. Also Mensa ist ja kostenlos und es gibt noch einen zweiten Bereich, der noch kostenlos ist. Ich werde ihn aber kostenpflichtig machen. Oder kommt mein Kellnerchen. Und zwar im Spa-Bereich vom Bunkerpool. So, komm her, her damit. Hier, ich will das Essen haben. Man muss ja aufstehen. So. Damit kann man den Hunger sättigen. Als erstes fangen wir an, ein Kaninchen-Dragout zu essen. So, die Schüssel kannst du gleich mal mitnehmen. Das war die Vorspeise. Wo bist du da? So, oh, schon geht's mir wieder deutlich besser. Dann kommt ein kräftiges Steak hinterher. Und den Rest nehme ich mir mit. Den packe ich mir ein. Den lasse ich mir einpacken, wie das in noblen Restaurants so üblich ist. So, vielen Dank. Tschüss. Ist dort, ja. Kunde ist König. Auch wenn er über die Tische und Stühle läuft. Ich bin's halt nicht so fein gewöhnt, nicht Spaß. So, und wir gehen jetzt unser Zeugs noch abholen. Die Abholmarke 13. Warten darauf, dass unsere Schalker-Kiste geholt wird. Da wir ja mittlerweile gesättigt sind. Es dauert kurz. 7 Smaragde und vor allen Dingen unsere Bunker-Keycard. So, wir gehen jetzt nämlich weiter zur Trambahn. Hier vorne hin. Und wahrscheinlich ist es jetzt Nacht, stimmt's? Nein, es ist sogar noch Tag. Es ist sogar noch Tag. So. Was? Ich hatte die Trambahn noch fast noch gekriegt, aber da vorne ist schon die nächste. Sehr gut. So, in die steige ich jetzt aber ein. Was das? So. Wir fahren eine Station. Hier hin. Und dann holen wir uns ein Hotel. Gleich ist es Abend. Und zwar, wir nehmen uns eine Suite für 2 Emeralds, denn wir haben es uns heute leisten können. Keycard und 1, 2 Emeralds. 5 haben wir noch. Schlüssel kommt hier heraus. So, wir gehen jetzt. Was für eine Zimmernummer haben wir? 2B4. Also, zweiter Stock. Block B. Man kann es sein, dass es immer 2B4 ist, als erstes das rauskommt. Und hier, oh, jetzt gehen wir in unsere Suite rein. Oh. Und wie schön der Springbrunnen geht schon an. So. Minibar. Da gibt es übrigens auch noch kostenlos Essen in der Minibar. So, die sollte jetzt in Kürze umgefüllt werden, sodass man das Doppelte kriegt. Ja, ich bin halt ganz gierig. Wenn ja, jetzt ist sie weg und jetzt kommt die neue. Die wird auch geleert. Oh, das ist nice. So, Müll. Na, Müll ist nix. Es gibt keinen Müll. Oh, ein Ofen. Kann ich mir da meine... Nee, ist alles schon gekocht. Enderkiste, da habe ich auch... 11 Bunker. Oh, ich habe Bunker. Ja, aber da greife ich nicht rein. Ich bin ja hier. Das in den Enderkisten ist ja alles gecheatet. Schallplatten. Wieso gibt es einen Plattenspieler, wenn es keine Schallplatten gibt? Als erstes wird geduscht. Aber vorher Kleider ausziehen.
Nee, nicht die Pilgrim. Wo tun wir das hin? Da. Zack. 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 Kleidung ausziehen, dann kann man duschen. Den Skin kann ich leider nicht ausziehen. Da in die Ecke pfeffern. Und jetzt gehe ich einmal duschen. So. Duschschalter an. So. Ja, so sieht das schön aus. So, es hat sich jetzt aber so langsam ausgeduscht. Deswegen wird der Hebel wieder umgestellt. Ich ziehe meine alte Hände waschen vorher noch. So, zack, zack, zack. Zack, Wasserhahn an, zack, 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 zack. Ich kann hier leider nicht draufhauen. So, ich ziehe meine Klamotten wieder an. Zack, zack, zack. Die jetzt natürlich als Schlafanzug funktioniert. Denn inzwischen ist es Time Set. Inzwischen ist es Nacht geworden, welch ein Wunder. Deswegen, wir gehen noch kurz auf den Balkon, damit wir sehen können, wann wirklich Nacht ist. Und da sehen wir, oh, ach du lieber Gott, und der Timer hat sich umgestellt. Deswegen gehen wir wieder rein und legen uns ins Bett. Ah, hier. So, wir machen als allererstes das Schlafzimmerlicht aus und dann gehen wir ins Bett. So, jetzt ist der nächste Tag, oder? Ja. Gut. Und nun gehen wir frischen Mutes raus. Und verlassen unser Zimmer wieder. Gehen wieder nach draußen. Und ich würde jetzt, ich sage jetzt dann nämlich gleich Tschüss zu euch, denn ihr müsst ja nicht die ganze Zeit gucken, was ich hier noch so mache. Denn 5 Emeralde habe ich noch. Damit kann man viel anstellen. Ich tausche als allererstes mein Zimmer aber noch wieder zurück, damit ich die Bunker-Keycard kriege und die dann wieder aufräumen kann. So. Die kommt jetzt von ganz irgendwo oben runter. Die Sache ist ja, zurzeit verdient der Bunkerbesitzer kaum was. Vielleicht ist aus dem Re die Einnahmen aus dem Restaurant. Essen ist ja weitgehend kostenlos. Und aus den Suitenzimmer. Was anderes wird nicht verdient. Ich sage jetzt aber Tschüss zu euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.